Hallo zusammen, heute geht's wieder um diesen Katalog, der neu ist. Den könnt ihr, unten habe ich ihn verlinkt, runterladen oder auf der Homepage. Und zwar geht's heute um die Seite 4, Absorberkühlsystem. Es gibt 5 verschiedene Kühlsysteme und das eine davon ist das Absorberkühlsystem. Und ich habe hier ein Kühlaggregat von einem kleinen Absorberkühlschrank. Das ist jetzt aber nur 230 Volt, weil dieses Absorberkühlschrank oder Kühlsystem ist aus einer Minibar, ein Hotelzimmerkühlschrank. Der große Vorteil vom Absorberkühlsystem ist der, er hat keine beweglichen Teile und er ist absolut geräuschlos. Also im Absorberkühlschrank, da hat es keinen Ventilator dran, nichts. Früher war noch ein mechanischer Thermostat. Konnte man das Klick vom Thermostaten hören, wenn er eingeschaltet hat. Heute ist ein elektronischer drin meistens. Da hört man wirklich überhaupt nichts mehr. Der zweite Vorteil vom Absorber, oder der dritte, ist, ich kann ihn mit einer Wärmequelle betreiben. Und zwar sehen wir das Absorberaggregat hier von hinten. Und hier drin, das ist isoliert, ist das sogenannte Kocherrohr. Hier wird gekocht, und zwar die ganze Flüssigkeit, entweder mit einer Heizpatrone elektrisch, ob das 12 Volt ist oder 230 Volt. Es gibt auch andere Spannungen. Oder zum Beispiel mit einer Gasflamme im Wohnwagen oder irgendwo in der Alphütte oder sowas. Es gibt auch Kühlschränke, die haben Kerosin oder Petrolbrenner unten drin. Je nachdem, was ich für eine Energiequelle habe. Und der große Vorteil ist natürlich, wenn ich so eine 10 Kilo oder 11 Kilo Gasflasche habe, dann ist der große Vorteil, diese 11 Kilo Flasche, also Inhalt 11 Kilo, die hat 11 Kilo Propan drin meistens, vielleicht noch ein paar Fremdgase, aber Propan. Und Propan hat einen Brennwert von 33 Kilowattstunden pro Kilogramm, also das mal 11, dann sind das um die 360 Kilowattstunden Energie, die ich einer solchen Flasche drin habe. Dann gibt es Leute, die sagen, ich habe hier so eine Batterie, 1,2 Kilowattstunden Strom drin. Also das heißt, in so einer Gasflasche kann ich viel mehr Energie speichern, etwa das 300-fache was in einer Batterie. Durch das kann ich den Kühlschrank, so einen Standard-Gaskühlschrank, auch etwa einen Monat betreiben, weil der zieht um 250 Gramm Gas am Tag. Aber weil ich so viel Energie in einer Flasche drin habe, kann ich das dann ohne Probleme betreiben. Was ist das Einspritzgeräusch oder der Einströmgeräusch vom Brenner? Den höre ich wieder. Also das heißt, wenn ich ein Wohnmobil habe oder einen Wohnwagen, habe ich trotzdem Geräusche durch das Einströmen des Gases beim Absorberkühlsystem. Weil ich jetzt aber so viel Energie brauche, elektrisch brauche ich dann die gleiche Energiemenge wie zum Beispiel bei Gas. Und das ist rund 8-mal mehr wie ein Kompressorkühlgerät. Oder rund die Hälfte, was ein thermoelektrisches Kühlgerät, wo ich gestern ein Video gebracht habe. Das Absorberkühlsystem im Wohnwagen, das ist immer das Thema Gas- oder Kompressorkühlschrank oder Absorberkühlschrank, was wir hier haben. Mittlerweile ist das das Thema elektrisch kochen mit Gas, eine super Sache.
weil ich habe ja viel Energie als Speicher. Wenn ich das wieder aus einer Batterie ziehen will, ist das andere Thema. Die meisten haben heute Dieselheizung in den Wohnwagen drin, das läuft dann separat. Früher gab es die Gasheizungen, die haben natürlich auch Gas gezogen, aber heute brauche ich im Wohnmobil oder in einem Van drin ja nur noch das Gas eigentlich zum Kochen. Heizung ist weg, ich habe die Möglichkeit vom Kompressor, aber ich kann einen kleinen Kartuschenkocher besorgen, dann ist das wieder separat und so brauche ich keine Gasflasche. Und ich brauche keine Gasprüfung. Die schon mal eine Gasprüfung hinter sich haben, je nach Experten, der da kommt, höre ich da Geschichten. Ja, ich will mich jetzt nicht ärgern über Leute. Das ist das Absorberkühlsystem mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, dann verlinke ich euch das nächste Video von der nächsten Seite vom Kompressorkühlsystem hier unten. Klar könnt ihr mir ein Abo dalassen und ich wünsche euch einen schönen Tag.